Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Rollenspielprojekt hier im schönen Weißlauf. Wow, spektakulär, cool. So, wir haben uns vorbereitet, Druide zu werden. Wir gucken mal auf den wenn ich das richtige Knöpfchen drücke. So, auf unseren Goldstand. Wir haben auch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Wir tun mal die Eisendolche auch verkaufen, denke ich mal. Ein paar Holzteller. Wir werden unsere erste Beschwörungszauber wahrscheinlich leisten können. Wir haben ja auch noch ein paar Weizen und so. Wir könnten Tränke noch verkaufen und dann haben wir genug. Also gehen wir kurz rein und holen uns den ersten Beschwörungszauber im Tempel. Jo, und essen muss ich auch bald. Ich habe langsam Hunger. Ja, was gibt's heute so für Abenteuer? Wir müssen ein paar Banditen in der Nähe besiegen. Sonst haben die Leute hier keine Ruhe. Es ist scheinbar schon, ja. Genauso wie zum Beispiel in der Schweiz. Halt so, dass die Leute sehr arm werden und deshalb zu Gewalt und Diebstählen neigen. Wie wir ein bisschen. Aber wir haben ja nur ein bisschen Sachen geborgen, damit wir endlich mal Druide werden. So können wir sonst nicht Druiden werden. Wir brauchen mindestens einen Zauber, der uns hat beweist, ja, wir können hier in der Akademie von Winterfeste auch teilhaben. Was ist denn hier für einer? SOP, helft mir doch. Wieso greift ihr nicht an? Was ist denn da mit dem geschehen? Der macht mir Angst. Der macht mir Angst. Bleib mal hier stecken. Ihn. Ist ja mega stark. Okay, das ist wieder so ein Event. Und sonst mal ein bisschen. Nein! Auffällt, der ist mega stark. Jo. Können wir das vielleicht mit dem Bogen machen? Werde greift und so. Headshot kommt. Ist das schon alles? Ja. Dafür werdet ihr bezahlen. Wir piercen den Kopf von diesem Bösen. Ist es ein Vampir, der droht? Ja, voll in Sage. Also ich habe jetzt der Pfeil. Geht einfach auf, ihr könnt nicht gewinnen. Ich wette, ich kann gewinnen. Oh ja, 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 ich werde besser mit dem Bogen. Voll in die Fresse. Ein bisschen Piercings, hä? Wir sind ja Piercer. Dafür werdet ihr bezahlen. Mit was? Mit Blut? Genug, genug, ich ergebe mich. Du Feigling. Jetzt wirst du aber Sigurd Hilfe. Welcher Sigurd? Bitte. Du machst aber was? Lol, hat uns getroffen. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Nein, machst du nicht. Ich töte dich jetzt. Hey. Nein. Wir sind verloren. Oh, ich hätte gedacht, er greift uns noch an. Okay, sehr gut. Also er ist immer böse. Ich wollte ihm Gnade verwalten, aber so nicht. Ein Stahlstreit kommen, das kommt uns gut. Aber wieso? Ist es ein Mod oder so? Wieso machen die Wachen nichts, weißt du? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Ja, genau. Nach einem Kampf erstmal kurz Ruhe verwalten. Hey! Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Ja, das wissen wir. Da musst du nicht uns erzählen. Hallo, Saufkumpan. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig mehr. Okay, ein Goldstück gebe ich dir. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Dankeschön. Dafür bekommen wir, glaube ich, ja, einen Buff. Jetzt schauen wir mal. Nee, ich war wieder der falsche Knopf. Muss da immer wieder nachdenken. Kopf geht ruhig. Das schauen wir dann später an. Ich möchte genau Magie sehen. Nächstenliebe ist irgendwo hier. Ausgehungert, klar.
Überredenskunst, also das, ja, Redekunst, genau, für eine Ding. Jetzt bekommen wir bessere Preise über und das ersparen wir auch wieder. Klingen, so, Helme, und zwar möchte ich dir alles verkaufen, vielleicht geht's ja ohne, wir haben ja auch wieder Gold, genau, bekommen. Eben die vordere Kapuze, die wollen wir irgendwo ausstellen. Die ist so etwas zum Ausstellen. Genau, der Stahlstreitkolben. Den brauchen wir nicht. Und ja, knapp haben wir noch nicht. Wo sind die? Ah, die können wir hier nicht verkaufen. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Ein Höhlenbärenpelz. Komm, verkaufen wir den. Den finden wir sicher auch nicht wieder. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Höhlenbärenpelz gibt es wahrscheinlich schon noch hier. Also essen wir noch etwas. Genau, wir gehen noch kurz in die Kneipe und machen uns etwas zu essen. Ich hoffe, wir dürfen. So, zur beflagten Meere. Das tönt so komisch. Was ist denn eine Meere? Ist das ein Pferd? Ja, danke schön, aber ja. What the fuck, ich habe nicht mal etwas bemerkt. Was ist denn das für ein Schwierigkeitsgrad? Nochmal. Ah, wir haben auch Low Life, deshalb. Ich werde einfach mal kurz einen Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Das ist mir ein bisschen zu heftigst. Einfach kurz. Bis diese, ja, pro Level, also jetzt Level 2 und glaube ich Level 10 und so kommen irgendwelche Typen. Das hat Bethesda Softworks so schlimm gemacht. Die einfach zu stark sind für das Level. Also einfach manchmal in Städten und so lieber ein bisschen Schwierigkeitsgrad runterschreiben. Und jetzt kommt auch niemand. Jemand muss etwas unternehmen. Wieso werden die aggressiv? Das ist einfach eine Dame, die KI. Irgendwas stimmt jetzt gerade wieder mit diesem More Follower Mod nicht. Hä? Wieso werden die wieder aggressiv? Also ich glaube, der Mod ist total verbuggt. Also schlimmstens verbuggt. Der Ultimate Follower Ding. Weil sie sollte eigentlich angreifen, sie nur kämpfen mit dem Nahkampf und herausfordern. Okay. Ich muss da irgendwas anderes machen. Ich lade. Ja gut. Ja, ihr seht es, ich werde die Folge mal hochladen. Ich muss da wieder etwas machen. Ich lade in der nächsten Folge den Spielstand 0.10 wieder ohne diesen Ultimate Follower Mod. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Tschüss!